Ich bin kein wirklicher Fan von Kart Racern. Mario Kart 8 zum Beispiel, ich mag das gar nicht. Aber ich habe auch keinen wirklichen Grund, warum. Es ist halt einfach so. Ich meine, es sieht schön aus, spielt sich gut. Eigentlich sollte ich es mögen. Aber ich tue es nicht. Und es hat einen Grund. Weil ich absolut scheiße in dem Game bin. Kart Racer sind wirklich das einzige Videospielgenre, das ich danach kritisiere, wie gut ich darin bin. Es ist ein super schlechtes Mindset, aber ich hatte schon die ganze Zeit. Die einzige Ausnahme ist Crash Team Racing. Ich war immer gut in dem Spiel und ich weiß nicht warum. Deswegen ist es mein absoluter Lieblings-Kart Racer bis heute. Und dann wurde einfach dafür ein Remake announced. Das ist falsch rum. Ich meine, es macht Sinn. Nach der Insane Trilogy wollte Activision das Momentum beibehalten und im nächsten Jahr direkt ein neues Crash-Spiel rausbringen. Und da es zwei sehr gute Beispiele gibt, wieso man ein Crash-Spiel nicht rushen sollte, war das der einzig logische Schritt. Aber Vicarious Visions hat da schon Erfahrung damit. Ich meine, die haben auch Crash Nitro Kart entwickelt. Deswegen vertraue ich den Entwicklern, dass sie das auch wirklich hinbekommen. Die entwickeln das Spiel gar nicht, oder? Wie was? Ja, Binox. Die Macher von B-Movie, das Spiel und halt Millionen Spider-Man-Spiele. Wir haben das entwickelt. Ich war am Anfang sehr skeptisch. Halt wirklich sehr skeptisch. Ich meine, was hat denn schon Binox zu bieten? Wir machen doch Lizenzspiele, oder? Ja, das ist eins der besten Remakes, die ich hier gespielt habe. Das geht halt fett ab. Ich denke, es ist ganz gut, dass Vicarious Visions da nicht reingelassen wurde. Denn wenn wir Pech gehabt hätten, wäre das einfach ein Nitro Kart 2 geworden. Und dabei meine ich nicht das App-Store-Spiel auf dem iPhone. Das Ding ist auf allen Ebenen verflucht und ich werde nie wieder darüber reden. Naja, ich denke, wir legen das Spiel ein und schauen mal. Oh, ich liebe übrigens die neue Crash-Animation fürs Logo. Die hat so viel Charakter, es ist einfach super. Ich meine, schaut euch an, wie die Buchstaben den vermöbeln. Das ist der geilste Shit. Und auch das Hauptmenü ist echt nice. Es ist bunt, gut organisiert, man findet alles ziemlich schnell. Das Original hatte das auch, aber es sah alles nicht wirklich so schick aus. Genauso wie die Grafik allgemein. Das Spiel sieht einfach mega nice aus. Ich finde es auch toll, wie die Entwickler einfach extra Details in die Stages eingebaut haben. Ich meine, jede Strecke strotzt nur so vor Charakter und Sachen, die im Hintergrund abgehen. Es ist echt schön anzusehen. Der neue Drift Boost Meter ist auch sehr gut. Ich meine, das Original hat seinen Job wirklich gut gemacht. Und man kann den sogar im Remake aufrufen, indem man X oder Dreieck drückt. Aber der neue erklärt einem das Konzept von Drift Boosten am besten. Und die Reifen leuchten auch immer, wenn das Timing perfekt ist. Was ziemlich gut ist, wenn man nicht wie ein Vollidiot da unten rechts bei jedem Drift Boost schauen will, wie ich es am Anfang gemacht habe. Und wenn wir schon von Drift Boost reden, die Mechanik ist halt der geilste Shit. Wenn man das gut verwendet, kann man einfach super schnell werden. Und die Mechanik macht das ganze Spiel so schnell und interessant, weil auch alle Charaktere anders darauf reagieren. Crash zum Beispiel ist sehr präzise beim Boosten. Wenn man den Boost macht, landet er auch wirklich da, wo man ihn haben will. Bei Ding und Dai zum Beispiel ist die Physik einfach ein bisschen anders und man geht ein wenig zur Seite, wenn man das Boosten hingekriegt hat und den Button loslässt, was halt super cool ist. Es gibt zwar rund 3 Kategorien bei den Charakteren, aber es ist trotzdem nice, dass Charaktere, die nicht in der gleichen Kategorie sind, sich auch anders spielen. Ich feiere zum Beispiel Charaktere mit viel Speed und wenig Handling. Also Dingodile, Tiny, Crunch, die Fettsäcke halt. Und jetzt kommt das Beste. Denn nachdem ich rund 50 Stunden das Remake reingehauen habe, habe ich das Original mal wieder gespielt und ich konnte jeden Boost und jeden Sprung, den ich im Remake gemacht habe, auch im Original machen. Es war wirklich 1:1. Diese kranken Menschen bei Binox haben es wirklich geschafft, die Steuerung von hier drüber zu übersetzen. Also, das ist 20 Jahre Unterschied. Das ist irre. Ich könnte zwischen den beiden Versionen einfach hin und her switchen. Und alles spielt sich gleich. Das hätte ich nicht erwartet. Weil die Insane Trilogy mich genau wegen der Steuerung richtig gebankt hat. Und als das Spiel noch nicht draußen war, hatte ich Angst, dass die Steuerung schlecht wird. Und da bin ich super froh, dass sie falsch lag. Ich muss aber sagen, statt der Steuerung haben die Stages ein wenig verändert. Genauer gesagt ist die Kollision in manchen Strecken echt beschissen. Tour Speedway ist dann ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß den Titel auf Deutsch nicht. What the fuck? Denn wenn man im Original bei der Stage richtig gut war, konnte man einfach an den Wänden entlang boosten und so extrem viel Speed aufbauen. Aber im Remake stoßen einen die Wände die ganze Zeit ab. Deswegen sowas im Remake nicht funktioniert. Aber ich denke, es ist wirklich nur schlimm für Leute, die extrem gut im Original sind. Ich habe es nämlich am Anfang kaum gemerkt. Erst als ich versucht habe, die Platin-Relikte zu machen, zu denen ich noch komme, habe ich gecheckt, wie kaputt die Kollision in Super Speedway sein kann. Ihr fragt euch doch sicher, wie man neue Charaktere freischaltet. Ja, dafür gibt es den Pitstop. Bei denen kann man Wumpermünzen ausgeben, um Skins und eben Charaktere freizuschalten. Also eigentlich habe ich hier einen ganzen Part, wo drauf steht, hey, es klingt am Anfang schlimm, aber diese Wumpermünzen sind voll okay, denn es gibt keine Microtransactions. Und dann kommt Activision und macht Microtransactions rein. Also kann ich diesen Part für der Review nicht mehr machen. Ich bin so froh, dass dieses Video ein bisschen später kommt, eben wegen sowas. Hier kann ich jetzt sagen, Activision ist fucking Bullshit für diese Scheiße. Mich persönlich juckt's nicht,
aber man kann doch nicht Microtransactions adden, nachdem das Spiel draußen ist und die ganzen Reviews rausgekommen sind. Das ist doch super scummy, Alter. Seid doch wenigstens upfront mit der Sache. Alter, ist voll okay, dass ihr Microtransactions drin habt, aber das ist einfach nur widerlich. Leute haben Reviews geschrieben und positiv, alles positiv darüber erwähnt und dann denken sie sich, ja, jetzt ist ja alles Positive raus. Jeder hat sich das Spiel geholt. Wie wär's, wenn wir jetzt die Microtransactions reinmachen? Solche Bastarde. Guter Move, Activision. Mua. Ihr seid cool. Was willst du jetzt? Aber an sich ist der Pitstop wirklich ganz cool. Denn das ganze Geld, was man kriegt, wenn man halt das Spiel spielt, kann man dort ausgeben. Das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass alles so gerandomized ist. Es wäre viel cooler gewesen, eine Liste zu haben, wo jedes Item drauf ist. Und dann kann man sich entscheiden, was man haben will. So könnte man sein Geld, das man verdient, auch gezielt ausgeben. Aber nee, ich muss mir einen Haufen Skins kaufen, die mich gar nicht jucken. Nur um die Chance zu bekommen, dass vielleicht danach der Skin erscheint, der mir gefällt. Und das finde ich nicht besonders gut. Und wenn wir schon bei Skins sind, das Spiel hat echt extrem viele Wege, seinen Charakter und sein Kart zu customizen. Ich rede von mindestens 4 Skins pro Charakter, einen Haufen Kartformen, Lackierungen, Reifen, die leuchten, fucking Sticker. Schaut euch mein fucking High-Sticker an. Fuck, geht das ab! Sorry, keine Ahnung, was mit mir durchgegangen ist. Ich liebe einfach die Optionen, die man hat. Die Karts sehen alle super nice aus und das hinterlässt so eine kleine persönliche Note, wenn man zum Beispiel online spielt. Hier kann man auch mal erwähnen, dass fast alles außer der Story-Modus von Nitro Kart gleich mit geremaked wurde. Heißt auch alle Strecken. Und alle Strecken von Nitro Kart mit der CTR-Steuerung zu spielen, ist so ein bisschen der Shit. Auch das Roster von dem Spiel ist wirklich nice. Die haben echt jeden Charakter reingepackt, die hätten reinpacken können. Ich meine, sogar die ganzen Nitro-Kart-Bosse sind hier. Das ist echt cool. Vor allem packen die Charaktere ins Spiel, die vorher nur im Background waren. Im Original gab es nämlich immer, wenn man ein Rennen gewonnen hat, diese Animation von diesem Bandicoot-Mädchen. Es gab 4 Stück von denen und die kamen halt immer vor mit dieser super gruseligen Animation und die sind einfach Fahrer im Spiel geworden und haben dazu auch noch einen richtig coolen Charakter bekommen. Die Strecken in dem Game sind extrem gut. Die sind perfekt auf die ganze Boost-Mechanik getrimmt worden. Und die Shortcuts sind super gut platziert. Vor allem ist es super zufriedenstellend, wenn man ganze Teile der Strecke einfach skippen kann, weil man das Boosten geübt hat. Ich finde es richtig gut. Neben den normalen Rennen gibt es auch einen Battle-Mode. Ich habe den zwar kaum gespielt, aber die Male, die ich das ausprobiert habe, waren echt cool. Hab zwar dauernd Kack-Items bekommen und wurde vollkommen zerrissen von den Computergegnern, aber ist okay. Ich denke, ich bin einfach nur scheiße in dem Modus. Gut, aber für mich war das Coole an CTR und Crash Nitro Kart immer, dass es einen Story-Mode gibt. Also schauen wir uns den mal an. Hey! Hey, die Ladezeiten sind mal wieder schrecklich. Coole Sache. Okay, ich muss darüber reden. Die Cutscenes im Remake haben echt viel Charme. Es ist schon ein bisschen lächerlich. Die Boss-Encounter zum Beispiel haben so ein fettes Upgrade bekommen. Im Original standen die nämlich wie bei einer Doku vor der Kamera und haben geredet. Ja, wirklich. Papu gelangweilt von blöden Schnecken, die langsam fahren. Papu will viel Action. Okay, das war ein Dating-Profil von irgendeinem Typen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Außerdem haben die Cutscenes im Original sehr abrupt aufgehört. Okay, das war's, Leute. Crash ist tot. Aber im Remake ist das immer eine wirklich gut durchdachte Cutscene, die immer den Charakter des Bosses perfekt einfängt. Mich nervt es nur, dass der Charakter, den man spielt, gar nicht darauf reagiert. Ich meine, Dingo Dai wird einfach abgeknallt und es juckt ihn nicht. Keine Sorge, Dingo Dai, ich will auch sterben. Der Story-Modus hat 2 verschiedene Wege, wie man das spielen kann. Entweder den Classic-Mode, bei dem man einen von 8 Charakteren auswählen kann, oder den Nitro-Fueled-Mode, der keinen vorgegebenen Schwierigkeitsgrad hat wie der Classic-Mode. Und man praktisch den Charakter so oft wechseln kann, wie man will. Und es ist alles super nice, aber ich muss sagen, der Character Select Screen vom Original war halt 1000-mal besser. Ich meine, hier haben wir Coco Bandicoot, Kleiner Tiger und Dingo Deal. Ihr wisst schon, die besten Charaktere. Oh, schaut mal, da ist ja Autounfall Nasenbeutler. Ja, die deutsche Übersetzung vom Original war einfach lächerlich. Ich meine, Tiny's Arena heißt einfach Kleine Arena, was super lustig ist, weil das eine der längsten Strecken im Spiel ist. Ich muss aber sagen, ich finde die Charakterauswahl in dem Spiel extrem leblos. Ich hätte das vom Original echt gerne in HD gesehen. Wie ihr es vielleicht an dem ganzen Gameplay gemerkt habt, habe ich fast die ganze Zeit mit Dingo Dai gespielt. Und ein bisschen mit Crash. Daher wundert euch nicht, wieso Dingo Dial hauptsächlich im Adventure-Mode zu sehen ist. Ich meine, niemanden juckt's eigentlich. Wir sind schon 10 Minuten in diesem Video. Und ich meine, Leute, die es gestört hat, sind sicher schon längst gegangen. Also, what's the point, so, weißt du? Gut, aber der Adventure-Mode selbst ist halt echt der Shit. Neben dem, dass Uka Uka einfach viel zu enthusiastisch klingt auf Englisch und die Animation ein bisschen weird ist, ist der Modus einfach eine Singleplayer-Goldgrube. Man kann Trophäen sammeln, Münzen holen, Time-Trials machen und gegen Ende kann man auch noch Edelsteine sammeln. Es ist einfach vollgepackt mit Content. Die Trophäen zu holen wird für die meisten das Spaßigste sein. Ich meine, man muss einfach das Rennen gewinnen und das war's. Aber ich persönlich mochte es mehr, die CTR-Buchstaben im Level zu finden, um eine Münze zu bekommen. Das war ein scheiß langer Satz. Man muss da wirklich die Stage im Auge behalten, alle Buchstaben sammeln und dann auch noch Erster werden. Ich liebe das. Aber die meiste Zeit habe ich mit den Relikten verbracht und am Anfang war das der geilste Scheiß. Dann habe ich die Platin-Relikte gemacht. Ich meine, ich dachte, dass man für die 100% alle Platin-Relikte braucht, weil nirgendwo wirklich dran stand, was man dafür braucht. Also habe ich mich 20 Stunden dran gesetzt, um 14 der 18 Platin-Relikte zu machen. Für ein Level habe ich sogar 7 Stunden gebraucht, by the way. Das war ein schmerzhafter Mittwoch. Und kurz bevor ich fertig war, ich hatte die schlimmsten Kack-Stages vor mir, auf die ich gar keinen Bock hatte. Hat mir ein absoluter Ehrenmann auf Twitter geschrieben: Bruder, mach doch einfach Gold. Wieso machst du Platin für 101%?
Du machst einfach Gold und fertig. Wie in jedem anderen Crash-Spiel. Und ich dachte, weil es nur Videos davon gibt, wie Leute Platin-Relikte machen, dass man die Platin-Relikte braucht. Und ich war fest davon überzeugt. Ja, und dann habe ich innerhalb von einem Nachmittag die restlichen 4 gemacht und ich hatte die 101%. Aber es war es nicht wert. Ich meine, das Level so schnell es geht zu machen, ist der geilste Shit. Aber um Platin zu kriegen, sollte man alle Zeitkisten im Level sammeln, weil man dann 10 Sekunden von der Gesamtzeit abgezogen bekommt. Und das lohnt sich wirklich. Aber das Problem ist, dass man alle Kisten sammeln muss. Und manche Kisten sind so platziert, dass man immer eine pro Runde holen kann. Heißt, wenn man die verpasst, hat man schon verkackt. Und dann kam Super Speedway. Das Level, für das ich 7 Stunden gebraucht habe. Dort ist nämlich eine Shortcut, die ich einfach nicht gecheckt habe. Ich kann die immer noch nicht wirklich. Manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Das Timing ist super tight an dieser scheiß Rampe, um es da hochzuschaffen. Er ist super lächerlich und hat Runs instant gekillt. Man muss praktisch hier richtig springen. Aber es hat halt alle 10 Mal funktioniert, weswegen ich immer neu starten musste. Das war Schmerz. Und nach der ganzen Scheiße, die ich mit Super Speedway durchgemacht habe, musste ich das nicht mal machen. Allein nur der Gedanke daran, dass es alles umsonst war, macht mich ein bisschen fertig. Aber dafür kenne ich die Strecken mittlerweile in- und auswendig. So wie alle anderen Strecken, die ich auf Platin geschafft habe. Es gibt einem einfach ein perfektes Gefühl für das Level, wenn man es so schnell es geht durchspielen muss. Und wirklich, dass die ganze Zeit noch immer wieder abfährt. Aber wenigstens kann ich sagen, dass ich jetzt gut in den Strecken bin. Auch wenn ich online mittlerweile immer noch nur 5. oder 4. werde. Und ich muss sagen, einfach nur die Goldrelikte zu machen, macht echt Spaß. Ich liebe es, eine Strecke so schnell es geht durchzufahren. Und die Goldzeiten sind wenigstens nicht so extrem tight. Das war eigentlich auch alles, was man in dem Story-Modus machen kann. Das letzte, das ich im Adventure-Mode aber noch ansprechen will, sind die Bosse. Das sind so spezielle Rennen, die am Ende jeder Welt vorkommen. Und ich habe ja am Anfang über die Cutscenes geredet. Ja, die sind von diesen Bossrennen. Und ich muss sagen, ich finde die Bosse echt nervig. Manche können mich sogar mal. Halt straight up. Die können mich mal. Pinstripe ist einer davon. Nicht nur ist seine Strecke die Rainbow Road des Spiels. Nein, er bewirft mich konstant mit Bomben. Hey, das ist echt nicht cool, Mann. Ich habe echt lang für den gebraucht. Mittlerweile kann ich den, aber shit, war der frustrierend. Und vom Endboss will ich erst gar nicht anfangen, okay? Der wirft praktisch alles nach einem. Reagenzgläser, Nitro-Kisten, fucking Bomben. Wieso sind es immer Bomben? Ich finde es auch schade, dass die Boss-Stages immer schon Teil der Welt sind. Man fährt zum Beispiel die Strecke zuerst für die normale Trophäe und dann wird die einfach für eine Boss-Stage verwendet. Aber das ist halt vom Original und das ist mehr eine Kritik an das PS1-Spiel. Genauso wie die Anzahl an Reagenzgläsern, die Oxide im Original droppt. Denn da bewirft er einen praktisch mit einem ganzen Labor, während ich hin und her slide und versuche mein Item zu behalten, das die ganze Zeit gerandomized wird, wenn ich in so ein rotes Kackteil reinfahre. Gott! Sagen wir mal, das Remake hat es einfach viel besser hingekriegt, okay? Ja, und das war Crash Team Racing Nitro Fuel. Es ist bisher das beste Remake, das ich je gespielt habe. Es übernimmt die extrem gute Steuerung vom Original, packt dabei noch eine gute Grafik dazu und verpackt das alles nochmal mit einem Haufen Singleplayer-Content. Ich meine, da sind wirklich gut 50 Stunden Spielspaß drin. Also, das ist echt eine gute Sache. Ich hatte 50 Stunden, bevor ich überhaupt einmal online gegangen bin. Das ist sehr cool. Dann kommt auch noch das Online-Racing. Perfekt so. Das Einzige, was ich an dem Spiel bemängeln kann, ist, was die mit Super Speedway gemacht haben. Ein paar Level haben gebankte Kollisionen, aber es ist nur halb so wild. Super Speedway hat es am schlimmsten erwischt. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine negative Sache an dem Game. Außerdem wird man, wenn man wirklich ein Pro-Player im Original war, direkt merken, dass hier irgendwas anders ist. Ich als Casual habe das nicht gemerkt. Erst nachdem ich hier einen Haufen Stunden reingepumpt habe und dann das angefangen habe, habe ich gemerkt, wie anders das doch ist, wenn man auf einem höheren Skill-Level spielt. Aber das ist wirklich das erste Remake, bei dem ich sagen kann, hey, man kann echt beide Spiele spielen so. Das ist voll cool. Das hier hat mehr Content, aber dafür kann man das hier viel geiler exploiten und es hat halt wirklich diesen Oldschool-Feel und so. Aber spielt sich von der Steuerung gleich wie das? Ich würde euch auf jeden Fall raten, das zu kaufen. Das ist wirklich anders als Mario Kart. Und echt ein guter Zeitvertreib. Aber tut mir einen Gefallen und kauft euch nicht diese Bullshit-Oxide-Version, die es gibt für 60 Euro. Also 20 Euro mehr als das normale. Denn für die Version, die 20 Euro mehr kostet, kriegt ihr effektiv 3 Skins mehr und ihr habt halt ein paar der Charakter schon freigeschaltet. Das ist die 20 Euro gar nicht wert so. Ja, und scheiß auf die Microtransactions. Das war echt nutzlos.